Zum heutigen Thema. Reproduzierbarkeit ist eine zentrale Anforderung an wissenschaftliche Ergebnisse und an den wissenschaftlichen Prozess insgesamt. Das klingt ganz gut und selbstverständlich und es sagt sich auch sehr schön leicht, aber die praktische Sicherstellung der Reproduzierbarkeit ist halt noch eine ganz andere Sache. Die ist eine anspruchsvolle Aufgabe in der Forschung und insbesondere, wenn es sehr datenintensive Projekte oder rechenintensive Projekte sind, kommen noch ganz andere Herausforderungen dazu. Für viele von den Aufgaben, die dabei zu lösen sind, gibt es zwar Werkzeuge, ganze Baukasten, aber es ist einerseits nicht für alle so einfach, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen und andererseits ganz sicher auch nicht effizient, wenn es jedes Forschungsprojekt wieder neu tun muss. Und heute wird uns Andreas Bleuler erklären, welchen Weg das Swiss Data Science Center eingeschlagen hat, um Forschende an der Stelle zu unterstützen. Andreas Bleuler erwarb seinen Doktor in computergestützter Astrophysik an der Universität Zürich. Und für Eingeweihte, die haben vielleicht schon erkannt, womit er sich beschäftigt haben könnte an seinem Hintergrundbild, in seiner Doktorarbeit untersucht er den Prozess der Sternbildung in der Milchstraße mit Hilfe umfangreicher Computersimulationen. Als Postdoc erforschte und implementierte er neue Methoden zur Verbesserung von parallelen Simulationscode für die Astrophysik und Kosmologie. Da sind wir also schon mittendrin in der Modellierung und der rechenintensiven Wissenschaft. Danach hat er noch einen Abstecher bei der Mitgründung eines Startups gemacht, für das er ein Empfehlungssystem entwickelt hat. Und schließlich 2017 ist er dann zum Swiss Data Science Center gestoßen, wo er als Senior Computer Scientist arbeitet. Heute wird Andreas uns die Plattform Renku vorstellen, die vom SDSC entwickelt wurde und wird. Und Andreas, herzlich willkommen, dass du da bist und vielen Dank für deine Bereitschaft, heute hier mitzuwirken. Du hast das Wort, oder eigentlich müsste man jetzt wohl sagen, the Zoom is yours oder so ähnlich. Also, bitteschön. Wunderbar. Vielen Dank für diese Einleitung. Genau, also ich glaube, es wurde schon vorweggenommen, worum es geht heute. Es geht darum, dass ich zuerst sage, was zu meiner eigenen Zeit als Forschender, was da schiefgelaufen ist und weshalb meine Resultate nicht zu 100% reproduzierbar wären. Und danach geht es darum, was wir jetzt machen und woran ich arbeite, um die Situation zu verbessern. So, zuerst ganz kurz zwei, drei Worte über die Institution, für die ich hier vertrete, das Swiss Data Science Center SDSC, ist ein Joint Venture zwischen der ETH in Zürich und der EPFL in Lausanne. Wir sind auf beiden Campusen vertreten. Wir wurden im Jahre 2017 wurde das SDSC ins Leben gerufen und wurde mit dem Auftrag da ins Rennen geschickt, um insbesondere die Adoption, also nicht unbedingt die Forschung an sich, die Grundlagenforschung, sondern mehr die Anwendung von Data Science und Machine Learning Technologien innerhalb des ETH-Bereichs, aber auch des gesamten akademischen Bereichs der Schweiz und auch dem industriellen Sektor der Wirtschaft zu fördern. Was machen wir da konkret? Das ist in erster Linie ist das chronologisch. Wir machen Zusammenarbeiten mit akademischen Partnern, also da Wenn Forschungsgruppe X, sagen wir mal konkretes Beispiel, das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut möchte in Davos möchte Machine Learning einsetzen, um die Lawinenprognose zu verbessern, aber sie haben niemanden mit diesem Background, dann können sie ein Proposal schreiben und wenn das akzeptiert wird, dann helfen wir ihnen da und dann arbeiten wir auf diesen Projekten mit bis hin zur Publikation in den Domain Science Journals.
Das war so der Grundauftrag, damit ist das SDSC gestartet. Dann bieten wir eine ähnliche Form der Zusammenarbeit, bieten wir auch für die Industrie, um da den Wissenstransfer zu verbessern, einfach auf Basis von Kostenneutralität. Und schließlich, und darum geht es heute, versuchen wir technische Lösungen zu entwickeln, um, ich sage jetzt mal so, die Anwendung von Best Practices in diesem Feld zu erleichtern. Und das Flaggschiff in dieser Hinsicht ist die Plattform Renko, und um die soll es heute gehen. Matthias hat es eingangs schon erwähnt. Mein Hintergrund ist der eines theoretischen Astrophysikers, der sich sehr stark mit computergestützter Wissenschaft beschäftigt hat. Und beim SDSC heute bin ich verantwortlich für das Team, das sich mit, sagen wir mal, mit operationellen und so dem Plattformaspekt von Renko beschäftigt. So. Jetzt ein bisschen ein kleiner Loop zurück in meine Vergangenheit. Wenn ich da jetzt so zurückschaue und auf meine Zeit in der Forschung, dann realisiere ich einige Sachen, und ist nicht nur erbaulich, was ich da realisiere. Zum ersten Mal wäre ich heute nicht in der Lage, meine eigenen in Peer-Review-Journals publizierten Resultate wieder zu reproduzieren. Warum ist das so? Die Daten, die wären vielleicht noch irgendwo sogar auf einem Server vorhanden, und der Code, der ist auch in einem Repository, aber ich wüsste nicht mehr, welche Version von meinen Daten, Simulationsdaten, und welchen Code, das ich da verwendet habe, und also welch Code, welche Daten zusammen irgendein publiziertes Resultat ergeben haben. Also das operationelle Wissen, was hat was ergeben, das fehlt mir komplett. Ein weiteres Problem wäre, dass vermutlich mein Code nicht mehr zu 100% funktionsfähig wäre. Gewisse Libraries oder so, das ganze Runtime-Environment hat sich verändert. Also es würde vermutlich ziemlich viel Arbeit brauchen, um das wieder up-to-date zu bringen. Des Weiteren ist es so, dass vermutlich jetzt irgendwie eine Doktorandin oder ein Doktorand sehr ähnliche Sachen, die ich gemacht habe, wiederholt. Also vielleicht noch ganz kurz, mein klassischer Ablauf, der bestand zu drehen, große High-Performance-Computing-Simulationen laufen lassen. Was da rauskommt, waren sozusagen meine Rohdaten, und dann habe ich da Post-Processing gemacht, so eine ganze Pipeline aufgebaut bis hin zu am Ende publizierten Resultaten. Und vor allem dieser Analyse-Code, den ich geschrieben habe, das waren oftmals so ad hoc oder geplant als Ad-hoc One-Offs, oder? Stellt man sich das vor, ich schreibe das einmal, dann kommt ein Plot raus, und dann publiziere ich die Figure in einem Paper, und dann brauche ich das nie mehr. Und am Ende hat man irgendwie ganz viele Versionen von ähnliche Versionen dieses Analysecodes, und ich bin überzeugt, dass vieles von dem zurzeit wieder von jemandem wieder implementiert wird. Also das heißt, die Wiederverwendbarkeit von dem, was ich gemacht habe, war sicher nicht optimal. Nächster Punkt, ich habe durchaus signifikante Rechenzeit da verbraten, und gewisse Resultate meiner Simulationen, die wären sicher noch interessant, um in einem anderen Kontext, als ich das im Originalpaper gemacht habe, wieder zu analysieren. Wird nicht gemacht. Und der Grund dafür ist, dass es für Forschende heute, also erstens habe ich die Daten nicht irgendwie auf ein Data Repository hochgeladen, also ich habe die Daten gar nicht zugänglich gemacht, war damals kein Requirement. Und sogar wenn ich das gemacht hätte, sogar wenn meine Rohdaten irgendwo zugänglich wären, wäre es ohne sehr sorgfältige Metadaten und vielleicht meine Beispiel-Pipelines, die zeigen, wie man diese Daten verarbeiten kann,
Und auch in meinem Fall ohne die Prozesse, die zu diesen Daten geführt haben, wäre es wahnsinnig schwierig, diesen Daten zu vertrauen und die wieder zu verwenden. Also die Daten alleine, die sind relativ nutzlos, möchte ich mal sagen. Solange man nicht die Prozesse versteht, die zwischen den Daten stehen. Und als letzter Punkt, die Zusammenarbeit, insbesondere mit meinem Doktorvater, die war sehr gut, aber die hätte noch effizienter sein können, wenn man sich das mal vorstellt. Oder ich habe da ein gewisses, in meinem Fall war es Python-Environment auf meinem Laptop, das ich verwendet habe, um Plots und so weiter zu erstellen. Für einen Professor wie ihn war es nicht möglich, von 5 Doktoranden und noch 5 Postdocs genau das jeweilige Environment lokal zu replizieren. Das heißt, ich habe da Plots gemacht, habe die als PDF in ein E-Mail gepackt, rübergeschickt oder vielleicht haben wir das mal zusammen angeschaut. Aber er war nie in der Lage, genau mein Runtime-Environment bei sich zu replizieren auf einfache Art und Weise und einfach mal selbst in meinem Code, in meinem Analysecode mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und wäre er dazu in der Lage gewesen, hätte da die Zusammenarbeit sicher noch etwas einfacher funktionieren können. Ja, und damit ist eigentlich auch klar, was so die Ziele hinter Renko sind. Also Renko ist eine Open-Source-Plattform, mit der wir 3 hauptsächliche Ziele verfolgen. Erstes Ziel ist, ich nenne das mal Computational Reproducibility. Reproduzierbarkeit ist immer so ein bisschen, ist ein Begriff, der in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verwendet wird. Ist klar, alles, was irgendwie in einem Wet Lab stattfindet, das sei hier mal ausgeklammert, aber von dem Punkt weg, wo etwas in digitaler Form vorliegt, sollte es meiner Meinung nach eigentlich möglich sein, auf Knopfdruck ein gewisses Resultat wieder zu erlangen, wieder zu erstellen. Und das verstehe ich unter Computational Reproducibility. Weiterhin die Wiederverwendbarkeit von Code und Daten möchten wir verbessern. Und drittens die Einfachheit von Zusammenarbeit auf solchen Projekten, sei es innerhalb von Institutionen, aber noch gerade auch über institutionelle Grenzen hinweg, weil das ja oft das Problem von, na schon, es fängt schon an, wie teilen wir Daten, wie teilen wir Code. Die Zusammenarbeit auf solchen Projekten ist nicht immer einfach. Das versuchen wir zu verbessern. Jetzt eingängig, Matthias hat es schon ganz kurz erwähnt, es gibt ja zu vielen von diesen Problemen, gibt es Lösungen. Und das wäre jetzt eigentlich, genau, also es gibt Open-Source-Lösungen zu diesen Problemen und wir versuchen eigentlich, diese Open-Source-Lösungen versuchen wir zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen, das, sagen wir mal, manageable ist. Und die Konzepte oder die Entities hier, die wir zugänglich machen möchten und die wir einfach kontrollierbar machen möchten, die man letztlich braucht, um gut zu arbeiten in diesem Bereich, wäre einerseits klar, Code. Dann haben wir die Daten mit Metadaten, ganz wichtig. Das ja, geht gemeinhin so unter Datasets. Aber wie gesagt, auch die Runtime Environments, also das Ganze. Wie sah mein Computerumfeld aus, das ich verwendet habe, um ein Resultat zu erstellen? Und wie lässt sich dieses Umfeld durch jemand anders replizieren? Wie kann das jemand anders bei sich replizieren? Und zuletzt die Workflows, also wirklich die Abfolge von Schritten, die man durchführen muss oder die durchgeführt werden muss, automatisiert, um von Ausgangsdaten irgendwann zu einem publizierten Resultat zu kommen. Das sind so die 4 zentralen Konzepte in Renko. Und ja, daraus, um da gut zu arbeiten, könnte man jetzt seinen Best Practice Guide, könnte man da eigentlich erstellen und sagen, genau, ist ganz einfach.
Verwende, versioniere allen deinen Code, alle deine Daten. Verwende eine sogenannte Workflow Definition Language, um deine Abfolge von Schritten aufzuzeichnen. Und verwende für die technisch etwas versierten, haben vielleicht den Begriff schon gehört, verwende Docker. Docker ist eine Technologie, die in den letzten Jahren sehr stark an Popularität gewonnen hat, die es mir ermöglicht, eigentlich so mein Runtime-Environment zu abstrahieren, also das zu beschreiben und mit anderen zu teilen und für andere reproduzierbar zu machen. Also das heißt, der letzte Schritt hier wäre, erstelle so ein Docker-Image für alle deine Analyseschritte, das es dann anderen ermöglicht, um bei sich lokal dieses Environment zu replizieren. Das Problem hier ist jetzt, ich deute es rechts an, wenn ich mich jetzt zurückversetze, ich wollte eine Doktorarbeit in Sternentstehung machen und nicht eine vierjährige Lehre in Software Engineering. Oder? Und man kann einfach nicht verlangen, dass jede Doktorandin, jeder Doktorand sich durch diesen Technologie-Overhead durcharbeitet, um nachher Forschung betreiben zu können. Und das ist so die Punchline. Wir versuchen halt da die Eintrittshürde mit Renku versuchen wir zu runterzuholen. Das heißt also, wir versuchen diese Technologien, die ich angedeutet habe, nicht zu ersetzen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir verwenden die. Wir versuchen einfach die Schnittstellen dazwischen möglichst freundlich zu machen. Und dementsprechend für die mit gewissen Aspekten hier vertraut sind, also wir verwenden Git. Ein Renku-Projekt ist ein Git-Projekt. Wir verwenden GitLab als Plattform, um Git-Repositories online zu hosten. Wir verwenden GitLFS als Appendix für Git, um Daten auch in ein Git-Repository zu speichern. Wir verwenden Docker, um diese Runtime-Environments zu abstrahieren und Kubernetes als Plattform, auf der unsere Renku-Lab-Plattform läuft. Wir verwenden JupyterLab so als Arbeits-Workhorse, also die Leute, die auf Renku oder mit dem Renku-Lab-Teil, mit dem Plattform-Teil von Renku arbeiten, die verwenden oftmals JupyterLab oder RStudio. Jupyter Hub zur Kontrolle dieser Server hier. Python und R sind so die am meisten verwendeten Programmiersprachen, mit denen die Leute arbeiten, die Renku verwenden. Und zuletzt verwenden wir noch CWL. Das ist ein Beispiel von so einer Workflow Definition Language. Demos ist immer etwas, wenn die Zeit knapp ist, ist das schwierig. Aber ich habe da einige Screenshots, habe ich da mal reingetan. Das wäre jetzt so die Landingpage für ein Renku-Projekt. Da haben wir, im Frühjahr, als da Corona losging, haben wir versucht, nicht auch noch ein Modell zu trainieren, das irgendwie den Verlauf der Pandemie vorhersagt. Aber wir haben versucht, die Daten aus den verschiedenen Ländern zu vereinheitlichen und das laufend abzudaten, damit Leute, die halt so ein Modell trainiert haben, damit die das nachher auf die Daten verschiedener Quellen anwenden können. Darum ging es in diesem Projekt. Und da haben wir einfach mal so ein README, so einen Überblick. Und wenn wir jetzt da mal reingehen und schauen, was in so einem Projekt drin ist, dann sehen wir, dass ein Renku-Projekt ist eigentlich einfach ein Git-Repository mit einer gewissen Struktur, die vorgegeben ist. Da haben wir mal dieses Docker-File, das beschreibt eben dieses Compute-Environment. Dann haben wir zusammen mit noch je nach Python oder R, was man verwendet, beschreiben diese Dateien zusammen, wie dieses Runtime-Environment erstellt werden soll.
Dann haben wir verwenden die Continuous Integration Capabilities von GitLab, um laufend, wenn ich jetzt da irgendwie eine neue Library installiere und die zu meinem Environment hinzufüge und diese Änderungen ins Repository sende, dann wird da ein neues Image erstellt, sodass ich immer die neueste Version von meinem Runtime Environment zur Verfügung habe. Genau, und diese neueste Version, dieses Image von meinem Runtime-Environment, das immer zur Verfügung ist, das kann ich benutzen, um mir eine in der Cloud gehostete Arbeitsumgebung starten zu lassen, so eine Interactive Environment oder Interactive Session. Und das ist dann so ein RStudio oder JupyterLab Server in der Regel. Das schaut sehr ähnlich aus, wie was ich auf meinem Laptop laufen lassen könnte. Aber es hat den großen Vorteil, es ist Cloud-basiert und es läuft in meinem Browser, ich muss lokal nichts installieren und ich kann das sehr einfach anderen zugänglich machen. Und das ist dann so jeweils bei der Demo ist das die Punchline, oder wenn man da mal in so ein Notebook reinschaut, dann sieht man alle die Software-Dependencies, die sind schon da, wenn ich mir so ein Interactive-Session starte. Auch wenn ich selbst gar nicht an diesem Projekt gearbeitet habe, wenn ich da einfach eingeladen werde, an diesem Projekt neu mitzuarbeiten, dann starte ich mal so ein Environment. Dann habe ich da bereits diese Dependencies. Ich habe den Code aus dem Repository. Ich habe die Daten aus dem Git-LFS-Teil des Repositories. Und es läuft einfach out of the box. Und wer schon mal versucht hat, einfach 2-3 Tage lang bei einem Projekt so sich selbst onzuboarden und bis da einfach mal alles läuft und man alles, was da ist, durchführen kann und ausführen kann, da vergeht normalerweise doch ein bisschen Zeit und das ist jeweils für mich immer ein schöner Moment, wenn ich mich da einfach durchklicken kann und das funktioniert. Das wäre so die Renku Lab Plattform, der Cloud-basierte Teil des Renku-Projekts. Da geht's darum, ein Git-Repository online, also ein Platz für Git-Repositories online zur Verfügung zu stellen und diese interaktiven Sessions für die Benutzer zur Verfügung zu stellen. Zum anderen haben wir noch ein Kommandozeilenprogramm, ein sogenanntes CLI. Und da geht es darum, das ist zurzeit sehr stark eben in der Entwicklung begriffen, da geht es darum, diese Workflows, die ich beschrieben habe, also so die Abfolge von Schritten, die nötig ist, um ein gewisses Resultat zu erhalten, diese aufzuzeichnen. Und das ist jetzt ein bisschen trocken, aber ich habe versucht, das mal hier so aufzuzeigen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde da ein Python-Skript laufen lassen, das gewisse Daten und gewisse andere Daten als Inputs benötigt, um zu laufen. Dann kann ich da ein Renku Run, wenn ich dieses Kommandozeilenprogramm installiert habe, vorne anhängen. Und dann wird Renku feststellen, aha, diese SOM-Data und diese Other Data waren Inputs zu meinem Script und wird das entsprechend so im Projekt ablegen, diese Information. Und diese Information wird auf eine Art und Weise abgelegt, dass Renku sie wieder ausführen kann. Also wenn ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich jetzt etwas ändert, sagen wir, ich habe some data, habe ich neue Daten erhalten, dann kann ich später einfach Renku Update aufrufen und ich erhalte eine neue Version meines Resultats. Weil ich eben zuvor dieses Kochrezept, sagen wir es mal, diesen Workflow durch Renku Run aufgezeichnet habe. Das ist wirklich nur so in a nutshell. Also das ist mir klar, dass das
dass das nur ein ganz kleiner Teaser ist. Dieser Aspekt der Plattform ist eindeutig noch ein bisschen weniger weit entwickelt, oder des Renko-Projekts ist noch ein bisschen weniger weit entwickelt, wird noch ein bisschen weniger verwendet als die interaktiven Sessions, die doch sehr viele Nutzer schon täglich verwenden. Okay, jetzt durch dieses Aufzeichnen von Schritten, von Arbeitsschritten, die zwischen Daten stehen, ergibt sich mit der Zeit so, was wir einen Knowledge Graph nennen. Oder wenn man sich da mal vorstellt, ich habe da Input-Daten, die werden durch einen gewissen Arbeitsschritt, werden die zu Zwischenresultaten verarbeitet, da kommen noch andere Daten und am Ende habe ich da ein Resultat. Und das ist letztlich ein Netzwerk oder ein Graph. Und wir nennen den Knowledge Graph und man kann sich das auch als einen Suchindex aller meiner Daten vorstellen, zusammen mit den Arbeitsschritten, die zwischen den Daten stehen. Und das ist für mich wirklich, also wenn es eine Message gibt oder eine Grundidee hinter Renko, dann ist es für mich die, dass die Daten alleine, die sind nur bedingt nützlich, wenn man die Prozesse zwischen den Daten nicht versteht und nicht mit aufzeichnet. Und genau darum geht es in diesem Knowledge Graph. Also wir versuchen, die Prozesse zwischen den Daten ebenfalls aufzuzeichnen und das Ganze suchbar zu machen. Daraus ergeben sich auch Möglichkeiten für ganz interessante Abfragen. Man stellt sich beispielsweise vor, ich habe ein Dataset, habe ich vielleicht sogar zur Verfügung gestellt in einem größeren Kontext, und ich frage mich, welche Publikationen sind daraus entstanden. Das ist eine Abfrage, die ich mit diesem Knowledge Graph dann beantworten kann. Und dieser Punkt hier, am I getting enough credit for what my data is used for? Ich glaube, gerade in der akademischen Welt ist das durchaus ein sehr wichtiger Punkt, ob man auch entsprechend berücksichtigt wird in Zitierungen und so weiter. Andere Frage, ich habe einen Algorithmus geschrieben, der wird da verwendet. Jetzt merke ich, ups, ich hatte da einen Fehler drin, einen Bug. Kann ich eine Query machen, welche Resultate sind davon betroffen und welche Publikationen müsste man nochmals anschauen. Oder letztlich, ich habe da ein tolles Resultat, oder am Ende kommt irgendwas Großartiges dabei raus, dann wäre die Frage, ja, wer hat da überhaupt dazu beigetragen, einfach das wäre so die ganze Lineage eines Resultates. Welche Input-Daten, welcher Code sind da mit eingeflossen. Gut, ist immer so ein bisschen ein Challenge, finde ich, Renko in kurzer Zeit vorzustellen, weil es doch viele Aspekte, weil wir viele Probleme versuchen, in einer Plattform zu lösen, und deshalb nochmals ein Versuch, so in einem Satz zusammenzufassen, was wir machen. Also, Renko ist eine Open-Source-Plattform, die Git, Jupyter und RStudio, Docker und Analyse-Workflows verbindet und das Ganze mit einem Knowledge Graph hinterlegt. So. Okay. Ich habe noch etwas Zeit. Ich kann noch ein bisschen auf die Komponenten eingehen. Das ist so ein Versuch, Renko schematisch etwas darzustellen. Also wir haben verschiedene sogenannte Backends. Das wäre einerseits GitLab. Da sind unsere Repositories drin gespeichert. Data Backends. Das ist zurzeit dieses Git LFS, dieser Appendix für Git. Da versuchen wir aber auch andere Anbindungen zur Verfügung zu stellen, also beispielsweise Object Stores, Datenbanken sind auch denkbar. Also unser Ziel ist es, dass wir verschiedene Datenquellen in Renko verstehen und anzapfen können.
Dann haben wir dazwischen haben wir diesen Knowledge Graph und dann haben wir verschiedene sogenannte Clients. Also wir haben dieses Web-Interface, wir haben das Kommandozeilen-Interface, das zurzeit noch ein bisschen komplementäre Funktionen erfüllen, aber die werden sicher mit der Zeit auch immer einen größeren Überlapp erhalten, dass man eine gleiche Aufgabe in beiden Welten ausführen kann. Und in diesem Knowledge Graph haben wir nochmal so die wichtigsten Entitäten. Also das sind einerseits die Projekte, dann haben wir die Datasets, wir haben die Workflows und was an dieser Stelle, man kann es als Teil des Workflows verstehen, aber ich nehme es immer noch gerne raus, sind für mich die Environments, also die Runtime-Environments, in welchen diese Workflows ausgeführt werden können. Das sind so die First-Class-Citizens, sagen wir es mal so, der Renko-Welt. Wie wird Renko heute bereits verwendet? Einerseits bei individuellen Data Scientists, das ist für mich immer ein bisschen zu einengend. Also ich selbst in meiner früheren Karriere war kein Data Scientist, aber ich war ein Scientist, der mit Daten gearbeitet hat. Und ich falle da ganz klar darunter. Also Leute, die ihre eigene Arbeit tracken wollen und sich das Leben erleichtern wollen, wenn sie je wieder zu früheren Projekten zurückkehren. Es wird verwendet von Gruppen, die zusammenarbeiten, und das ist in der DNA des SDSC. Letztlich, dass wir diese institutionsübergreifenden Projekte haben, wo beispielsweise PI eines Projektes sitzt, wie gesagt, in Davos beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Ein Senior Data Scientist auf unserer Seite arbeitet an diesem Projekt, trainiert vielleicht ein Modell. Renko macht es wahnsinnig einfach, fast schon trivial für einen PI, der vielleicht kein Experte in Machine Learning ist, um sich in dieses Umfeld, wirklich in dieses Environment, das unser Data Scientist erarbeitet hat, um sich da rein zu katapultieren und mal anzuschauen, was da gemacht wurde und das nachzuvollziehen. Dann wird es verwendet, um gewisse Sachen, sagen wir mal, semi-publik zu machen oder sie auch in sich selbst zu dokumentieren. Also unser Covid-Projekt, bei dem wir versucht haben, verschiedene Datenquellen zu vereinheitlichen und damit nützlicher zu machen. Das wäre ein gutes Beispiel. Also unser Ziel war es, um da eigentlich so den ersten Schritt, einfach so ein Pre-Processing replizierbar zu machen, das in einer selbstkonsistenten Art und Weise zu dokumentieren, dass andere nachher damit arbeiten können. Genau, der nächste Punkt geht auch in diese Richtung. Und dann zuletzt ein für uns etwas überraschend, aber ein sehr beliebter Use Case, gerade auch jetzt im Frühjahr und auch im Herbstsemester wieder mit Corona, war Unterricht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Datenanalyse beibringen auf Universitätsstufe, und dann haben Sie 50 Studentinnen und Studenten, und zuerst müssen Sie mal sicherstellen, dass das, was Sie machen möchten, auf den Laptops aller dieser 50 Studierenden auch läuft. Ich habe auch schon solche Kurse gegeben, und ich habe mehrere Tage damit verwendet, Setup-Instructions für Unix, Windows, Apple und so weiter zu erstellen. Mit Renko fällt das weg, weil wir es sehr einfach machen, einfach über den Browser auf eine Umgebung zuzugreifen, die ich als Kursinstruktor zur Verfügung stelle und die danach bei allen teilnehmenden Studierenden genau gleich ausschaut. Status vom Projekt, wo sind wir, wo geht die Reise hin?
Die Arbeit an Renko hat, ich möchte mal sagen, in 2018 so richtig angefangen. Wir hatten einige Prototypen in 2017, haben Sachen ausprobiert, aber so Renko in der heutigen Form wurde eigentlich irgendwann so im Frühjahr 2018, haben wir damit ernsthaft angefangen. Wir haben auf renkolab.io, das ist so, wir nennen es Public Beta Deployment, da haben wir inzwischen irgendwie, die Daten sind noch vom Sommer, als ich da zum letzten Mal nachgeschaut habe, inzwischen dürften es viele, einige mehr sein, einige tausend registrierte Nutzer und ein paar tausend Projekte darauf. Wir haben institutionelle Deployments, die nicht von uns betreut werden, haben wir, da sind wir in Kontakt, also da versuchen wir anderen zu helfen. Institutionen, die Interesse an Renko haben, versuchen wir damit zu unterstützen. Klar, ETH und EPFL sind unsere Mutterhäuser, da versuchen wir zusammenzuarbeiten, dass solche schulweite Instanzen der Plattform ermöglicht werden, aber auch außerhalb. Also wir haben einen Piloten, der läuft an der Uni Genf, Uni Fribourg, das ist hier nicht drauf, die Hochschule Luzern sind wir in einem, HSLU sind wir in einem Piloten drin, in einer Evaluation, aber auch im Ausland, also gerade an der Ostküste haben wir einige Versuchsphasen mit Renko. Wir haben eine Instanz, die nur für die Swiss COVID Task Force reserviert ist. Also da geht es darum, die Fallzahlen und Gesundheitsdaten zu analysieren und da zusammenzuarbeiten. Diese Instanz ist abgetrennt, weil darauf natürlich etwas sensitivere Daten vorhanden sind. Allgemein so auch etwas zu unserer Überraschung ist sehr viel Interesse hier von Bundesseite. Also einige Bundesämter machen sich zurzeit Gedanken, wie sie ihre Prozesse und ihren Umgang mit Daten verbessern können. An vorderster Front sind wir jetzt mit dem Bundesamt für Statistik. Das ist noch naheliegend, dort wird sicher Data Science betrieben, sind wir im Gespräch und da versuchen wir herauszufinden, ob Renko in ihrer Infrastruktur einen Platz haben könnte. Zuletzt möchte ich sagen, so der primäre Fokus lag ganz klar auf der akademischen Seite, aber wir hatten auch schon Gespräche mit Firmen, die genau die gleichen Probleme letztlich auch haben. Dort fallen die Probleme oftmals halt in Rappen und Franken an. Dort ist es nicht schlechte Wissenschaft, die betrieben wird, aber letztlich geht einfach Geld verloren, wenn man das Rad immer wieder neu erfinden muss. Also da besteht durchaus ein Interesse. Und noch so, was sind unsere Schwerpunkte? Ich habe es schon angetönt, also ganz klar der Workflow-Aspekt, die Einfachheit, solche Workflows aufzuzeichnen durch Renko und auch diese dann online, also nicht auf meinem Laptop via Kommandozeile-Eingabe, sondern online auch, wo ich dann das starten kann und nach Hause gehen kann, diese dann online auszuführen. Wir versuchen unsere Datenset-Abstraktion mächtiger zu machen, indem wir nicht nur GitLFS als Speicherort für unsere Daten anbieten, aber auch andere Datentöpfe zugänglich machen möchten oder auch die Verbindung zu Data Repositories, die ist bereits beispielsweise mit Zenodo möglich, aber da versuchen wir noch weitere solche Brücken zu bauen. Der Knowledge Graph, der ist auch von Punkt 1 abhängig. So, je besser wir darin werden, diese Workflows aufzuzeichnen, desto gehaltvoller wird unser Knowledge Graph und dann geht es darum, da auch die ganzen interessanten Abfragen zu ermöglichen. Und zu guter Letzt das Deployment der Plattform an sich.
das versuchen wir zu erleichtern und es damit Institutionen einfacher zu machen, ihre eigene Instanz dieser Rancor-Plattform laufen zu lassen. Jo, damit wäre ich am Ende meines Vortrags.